Alle angeschnallt? Ich habe mich eigentlich schon relativ früh entschieden, noch während meiner aktiven Laufbahn darüber nachgedacht, was kann man danach machen. Weil ich ja weiß, dass wenn dann der Cut kommt, es oftmals sehr schwer ist für einen ehemaligen Profispieler, die Brücke zu schaffen zur nächsten Karriere. Und deshalb habe ich mir schon sehr früh überlegt, okay, was machst du danach? Und im Trainerbereich denke ich auch, dass ich gut aufgehoben bin, weil ich meiner Meinung nach eine gute Menschenkenntnis habe. Ich sehe es immer Schritt für Schritt. Jetzt mache ich erstmal den Schritt zurück zu Hertha. Natürlich möchte ich auch nicht immer nur Co-Trainer bleiben, sondern auch mal Cheftrainer sein. Muss ich sowieso, wenn ich dann irgendwann mal vorhabe, den Fußballlehrer zu machen. Aber dieses Jahr habe ich das Glück, noch die A-Lizenz machen zu dürfen. Und dann wird man sehen, was da noch möglich ist. Ich glaube, dass ich ein sehr offener, ruhiger Mensch bin. Und ich glaube, dass ich, wenn ich was ansprechen muss, das auch mache. Aber ich nehme auch sehr viel auf und mache mir meine Gedanken, verarbeite das selber. Wenn ich mit irgendjemandem sprechen muss, spreche ich darüber. Und ja, es ist schwer, mich jetzt so selbst zu beschreiben, aber ich würde mich als charakterlich starken Menschen beschreiben. Ohne dabei rot zu werden. Ich habe eine Frau, 4 Kinder. Die geben einen sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit, erfordern allerdings auch sehr viel Liebe und Aufmerksamkeit. Es ist ein Nehmen und Geben, genau wie im Fußballgeschäft. Wie ihr merkt, ich rede immer nur über Fußball auch und vergleiche das alles so ein bisschen damit. Und ja, es ist schön, wenn die Kinder selber Fußball spielen, mit einem Fußball spielen wollen. Ich habe meinen ältesten Sohn nichts dazu gebracht, aber der ist richtig fußballverrückt. Der will immer nur noch ein Trikot von Deutschland anziehen und Fußballschuhe. Und dann hat er sich Schienbeinschoner von mir geklaut und will ihn in die Schule anziehen. Ich werde ihn aber später auch nie zwingen, irgendwie da 5-mal in die Woche zum Training zu gehen und seine Jugend in Anführungsstrichen völlig aufzugeben, sondern er soll erstmal Kind sein. Wenn er Spaß am Fußball hat, soll er Fußball spielen, auch in der Mannschaft. Ich bin gerade auf einem Elektrotrip und da kommt man natürlich an der Firma Tesla nicht vorbei. Ich habe einmal jemanden kennengelernt im Hotel, der hatte einen, dann haben wir zusammen Abend gegessen, dann hat er mir davon erzählt. Dann hat er mich direkt fahren lassen und es ist wirklich ein anderes Fahrgefühl. Und jetzt kommt wieder der Vergleich zum Fußball. Wenn man das Gaspedal nur antritt, dann reagiert er sofort. Und das ist auch mein Ziel dann als Trainer, wenn ich die Mannschaft anspreche, dass sie es sofort umsetzt. Und so kann man das auch vergleichen. Aber ja, es ist ein schönes Fahrgefühl, ein ganz neues Fahrgefühl. Und wenn der Strom auch noch grün produziert wird, dann ist es auch ein sauberes Fahren. Und so ein bisschen, man sieht es ja hier, alles schön grün. Und ich habe 4 Kinder, deswegen muss die Nachwelt auch so erhalten bleiben. Nicht nur für die nächste Generation, sondern über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte bzw. Jahrtausende hinweg.